Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich im Namen des Instituts für Stadtgeschichte hier am Karmeliterkloster begrüßen. Mein Name ist Christina Matron, ich bin verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hier im Haus. Unser heutiger Referent Hans Sarkowitsch wird uns gleich mit seinem Vortrag »Die Pressfreiheit ist ein unzerstörbares, heiliges Recht« in den wichtigen Kampf gegen die Zensur in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts einführen. Sein Vortrag ist Teil des Begleitprogramms zu unserer Ausstellung »Auf die Barrikaden«, Paulskirchen, Parlament und Revolution 1848-49 in Frankfurt, die Sie hier sehen. Das Begleitprogramm wurde gemeinsam von der Gesellschaft für Frankfurter Geschichte und dem Institut für Stadtgeschichte konzipiert. Hier in der Ausstellung liegt der Schwerpunkt auf den revolutionären Ereignissen in Frankfurt in den Jahren 1848-49. In unserer Vortragsreihe blicken wir zeitlich und räumlich über diese Grenzen hinaus oder vertiefen einzelne Aspekte. Nehmen Sie sich nachher gerne einen Flyer zum Programm mit. Bevor ich nun das Wort gleich an unseren Referenten übergebe, möchte ich die Gelegenheit nutzen, ihn kurz vorzustellen, auch wenn viele von Ihnen ihn kennen werden. Hans Sarkowitsch hat an der Goethe-Universität Germanistik, Geschichte und Pädagogik studiert und stieß schon 1979 zum Hessischen Rundfunk. Dort blieb er über 4 Jahrzehnte tätig. Nach Anstellungen als freier Mitarbeiter, Volontär und Redakteur prägte er als Leiter des Ressorts Literatur und Hörspiel und zuletzt als Programmleiter die Kulturwelle HR2 ganz entscheidend. Daneben und jetzt auch danach veröffentlichte er zahlreiche Werke in gedruckter und auch akustischer Form, als Alleinautor, in Co-Autorenschaft oder als Herausgeber. Er veröffentlichte zu hessischen Themen, zum Nationalsozialismus, zu Biografien wie zum Beispiel über Erich Kästner und Heinz Rühmann, zahlreiche Bücher zur Literaturgeschichte und zahlreiche rundfunkhistorische Publikationen, unter anderem über den Hessischen Rundfunk, die alliierte Rundfunkpropaganda am Zweiten Weltkrieg, über das Radio während der NS-Zeit und zu Originaltondokumenten von 1900 bis 1945. Insgesamt umfasst seine Veröffentlichungsliste rund 100 Titel und es werden sicher noch einige folgen. 2021 wurde ihm für sein publizistisches Lebenswerk der Hessische Journalistenpreis verliehen. Er wird uns nun einführen in eine Zeit, als eine publizistische und journalistische Tätigkeit alles andere als einfach und selbstverständlich war. Wurde 1819 doch mit den Karlsbader Beschlüssen ein ganzer Katalog von Repressionen beschlossen, darunter auch die Zensur aller Druckschriften unter 320 Seiten. Hans Sarkowitsch zeigt nun die Schlupflöcher, die Proteste dagegen und schließlich die Forderungen der 1848er Revolutionäre. Lieber Herr Sarkowitsch, wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag und freuen uns, wenn Sie uns anschließend noch für einige Publikumsfragen zur Verfügung stehen. Ja, guten Tag, ich freue mich, hier zu sein in dieser sehr schönen Ausstellung, die die Zeit dann 1848-49 im Schwerpunkt, aber sie geht ja auch ein bisschen schon in die Zeit davor. Ich werde Ihnen heute keine Gesamtdarstellung der Zensur im Vormärz im Rhein-Main-Gebiet liefern können. Das ist ein unglaublich komplexes und großes Thema. Aber ich habe interessante Beispiele herausgesucht, versuche das auch zusammenzupacken und gerade, was Sie gesagt haben, auch die Schlupflöcher ein bisschen zu präsentieren, die es tatsächlich gegeben hat. Und ich denke so, es wird etwa eine Stunde dauern. Ich stehe Ihnen dann gerne auch zu Fragen zur Verfügung, falls ich sie beantworten kann. Und ich habe auch einen großen Teil der verbotenen Schriften mitgebracht, die Sie sehen. Die sind heute übrigens nicht mehr verboten, es ist also vollkommen ungefährlich, sie nachher in der Hand zu haben. Aber es ist schon mal ganz interessant, dieses dann auch mal im Original zu sehen. Ich lege das dann einfach nachher auf den Tisch und Sie können mal drin blättern. Auch einfach, um mal zu sehen, wie groß sind die denn, wie dick sind die denn, also was ist eigentlich die publizistische Form in dieser Zeit. Ich möchte beginnen, gucken wir, ob das funktioniert, jawohl. Ich möchte beginnen vielleicht erstmal so allgemein, Sie haben mir die Karlsbader Beschlüsse schon angedeutet. Ich würde gerne ein bisschen vorher beginnen. Also Napoleons Macht hatte ja auf den Schlachtfeldern von Waterloo geendet und mit dem Wiener Kongress 1850 wurden dann die Karten neu gemischt.
Und statt der Modernisierung, die der Code Napoleon ja auch hatte, weiterzuführen, wurde das Rad gesellschaftlich und politisch zurückgedreht. Es geht wieder in Richtung Altes Reich. An die Stelle dieses heiligen römischen Reiches deutscher Nation mit dem Kaiser an der Spitze trat nun 1815 der Deutsche Bund. Der hatte kein Oberhaupt mehr, aber zwei Staaten, nämlich Österreich und Preußen, als dominierende Mächte. Ziel des Bundes war, Zitat, die Erhaltung der äußeren und inneren Sicherheit Deutschlands und der Unabhängigkeit und Unverletzbarkeit der einzelnen deutschen Staaten. Die deutsche Einigung stand damals nicht auf dem Programm. Frankfurt wurde Sitz des Bundestages, der im Palais Thurn und Taxis zusammentrat. In ihm saßen zunächst die Vertreter von 35 Fürsten und den vier freien Städten Hamburg, Bremen, Lübeck und Frankfurt. Mit unserem heutigen demokratisch gewählten Bundestag ist diese Bundesversammlung nicht zu vergleichen. Die Fürsten schickten mehr oder weniger einflussreiche Gesandte, die ihre zum Teil sehr persönlichen Interessen wahren sollten. Von einem deutschen Nationalstaat war dieser Deutsche Bund weit entfernt. Dafür hatten nämlich Österreich und Preußen sehr wenig übrig. Sie wollten ihre Einflussbereiche vergrößern und ihr Verhältnis miteinander neu definieren. Ohne die Zustimmung dieser beiden Mächte ging im Deutschen Bund eigentlich gar nichts. Die kleineren Staaten mussten Einschränkungen ihrer Eigenständigkeit hinnehmen, vor allem in der Bündnispolitik. Mehrheitsbeschlüsse des Bundestags oder der Bundesversammlung, wie sie auch hieß, waren bindend und wem das nicht passte, der durfte nicht einmal austreten. Wer wird nachher noch merken, dass diese Beschlüsse sehr weitreichend gehen konnten. Frankfurt hatte den Status einer freien Stadt erhalten und stand damit rein rechtlich auf der gleichen Stufe wie der Kaiser von Österreich und der König von Preußen oder die übrigen 35 Dynastien des Deutschen Bundes, so der Historiker Wolfgang Klötzer. Zitat, nun war die Stadt mit einer Souveränität ausgestattet, die sie zu keiner Zeit vorher besessen hatte, denn immer war der deutsche König ihr Souverän gewesen. Der Rat nannte sich nun Senat und erließ eine Konstitutionsergänzungsakte, in der die Gleichheit der christlichen Konfessionen festgelegt war, nicht der jüdischen. Judenemanzipation dauert in Frankfurt ja noch sehr viel länger. Die führenden Familien hatten ihre patrizischen Vorrechte weitgehend noch behalten. Und so Klötzer, von einer Volkssouveränität konnte keine Rede sein. Zitat, denn kaum die Hälfte der 40.000 Einwohner besaß das nun an den Vermögensnachweis von 5.000 Gulden gebundene Bürgerrecht. 3.000 Juden, 2.000 Beisassen, 3.500 Persionisten, also vorübergehend an sich Fremde, hauptsächlich Diplomaten, Gelehrte, fremde Kaufleute und andere, und 6.000 Landbewohner entbehrten der politischen Rechte und bedingten die permanente innenpolitische Unruhe der freistädtischen Zeit. Soweit Klötzer. Zu Frankfurt, das muss man dazu sagen, gehörten zu dieser Zeit noch 8 Dörfer, also Bonames, Bornheim, Dottelweil, Hausen, Niedererlenbach, Niederrad, Oberrad und zur Hälfte Niederursel. Erst 1817 wurde in diesen Dörfern die Leibeigenschaft abgeschafft. Das werden Sie kennen, das ist die alte Stadtbibliothek, also der Bau, der zwischen 1820 und 1825 nach den Plänen des Baumeisters Johann Christian Friedrich Hess dem Jüngeren errichtet wurde. Also nach außen hin zeigte sich die Bürgergesellschaft in Frankfurt jetzt erstarkt. Es wurde die Polytechnische Gesellschaft gegründet 1816. Es gab dann die Gründung des Städtischen Kunstinstituts. Es wurde auch bedeutende Kunst erworben, zum Beispiel Dannekes Firmengruppe Ariadne auf dem Panther. Die nun freie Stadt Frankfurt profitierte, wie Ralf Roth im dritten Band der Geschichte Frankfurts schreibt, in vielfältiger Weise von der Anwesenheit der Bundesversammlung und der Gesandten ihrer Mitglieder, sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht als auch in gesellschaftlicher. Nicht Wien oder Berlin war die heimliche Hauptstadt der politischen Föderation, sondern Frankfurt.
Aber diese herausragende Bedeutung hatte ihren Preis. Einer der ersten Publizisten, die das am eigenen Leibe erfuhren, war Ludwig Börne, geboren am 6. Mai 1786 in der Frankfurter Judengasse als Judah Löb Baruch. Erst nach seiner christlichen Taufe 1818 nannte er sich Ludwig Börne. Zitat von ihm: Ich weiß das unverdiente Glück zu schätzen, zugleich ein Deutscher und ein Jude zu sein, schrieb Börne 1832. Nach allen Tugenden der Deutschen streben zu können und doch keiner ihrer Fehler zu teilen. Ja, weil ich als Knecht geboren, darum liebe ich die Freiheit mehr als ihr. Danach lebte er. Er hatte 1808 promoviert, war in der liberalen Regierung Dahlbergs, dann 1811 in eine Verwaltungslaufbahn gekommen und gilt als wichtigster Vorkämpfer für die Emanzipation der Juden in Frankfurt. Immer wieder finden sich in seinen Aufsätzen und Briefen heftige Anklagen gegen die Intoleranz der Frankfurter und vor allem der Stadtregierung, die nach dem Sturz Dahlbergs die Reform rückgängig machte und Börne zwangspensionierte. Börne wandte sich ganz dem Journalismus zu. Seit August 1818 publizierte er in Frankfurt in unregelmäßiger Folge bis 1821 13 Hefte seiner Zeitschrift für Bürgerleben, Wissenschaft und Kunst, die er die Waage nannte. In einer Auflage von 600 Exemplaren, das klingt heute sehr wenig, war damals aber schon recht viel. Seit Januar 1819 redigierte er auch die offiziöse Zeitung der Freien Stadt Frankfurt, die von der Vermegerfamilie Sauerländer herausgebracht wurde. Von Anfang an stand Börne in Konflikt mit den Frankfurter Zensoren, denen er gleich zu Beginn seiner Tätigkeit in dieser Zeitung der Freien Stadt Frankfurt eine ganze Artikelserie widmete. Laienhafter, daunenhafter, einsichtsloser wird wohl in ganz Deutschland keine Zensur verwaltet als die hiesige, heißt es darin. Zitat weiter: Man sucht die Ausübung einer so strengen Zeitungszensur mit der Anwesenheit der Bundesversammlung zu rechtfertigen. Das heißt, Feigheit durch Furcht beschönigen wollen. Wie die Bundesversammlung, die Stellvertreterin der deutschen Mächte, von denen die meisten Pressfreiheit, manche Zensurfreiheit in ihren Staaten haben, sollte verlangen, dass in einer fremden, unabhängigen, republikanischen Staate nicht geschehen dürfe, was bei ihnen selbst zu Hause geschieht? Welche Gesandtschaft könne sich über eine freimütige Sprache in den hiesigen Tageblättern beschweren? Das schreibt er 1819 und die Antwort auf diese Frage ließ nicht lange auf sich warten. Es war die österreichische Gesandtschaft, die sich im Mai 1819 beim Frankfurter Rat wegen nachlässiger Zensur beschwerte. So hatte sich die Verlegerfamilie die Arbeit ihres Redakteurs nicht vorgestellt und schon kurz danach trennten sich die Wege. Aber das war nicht der einzige Leidtragende. In seinem Buch Zensur und Zensierte zitiert man Matthias Friedl aus einem Brief, den der Zensor Johann Joseph Severus am 24. August 1819 an den Frankfurter Senat schrieb und darin um Entbindung von seinem Amt bat. Er schreibt: Es ist keine Überraschung, wenn ich behaupte, dass mir während 9 Jahren alle hiesigen Zeitungsredaktoren zusammengenommen die Erfüllung meiner Pflicht als Zensor nicht so erschwert und ich darf wohl sagen, so verhasst gemacht haben, als dieser einzige Mann in 5 Monaten. Damit war Börne gemeint und er legte einmal gleich auch sein Amt nieder. Börne blieb zunächst in Frankfurt. Bereits im Juli 1819 übernahm er die Redaktion der seit 1817 erscheinenden Wochenschrift Zeitschwingen, die allerdings in Offenbach herauskam, nicht in Frankfurt. Er machte die Redaktion von Frankfurt aus. Und Offenbach lag damals im Großherzogtum Hessen und zu dieser Zeit noch war die Zensur im Großherzogtum Hessen weniger streng als die in Frankfurt. Aber auch diese Praxis änderte sich bald und Börne musste, wieder nach Intervention des österreichischen Bundesgesandten, seine Tätigkeit schon Anfang Oktober 1819 wieder einstellen. Er schrieb dann, wie wir wissen, für Kotters Morgenblatt und hat vor allem diesen Stil entwickelt, dass er ja ganz etwas anderes schrieb, als was man an etwas anderes dachte, als das, was er schrieb. Und ein Musterbeispiel dafür
ist seine Geschichte meiner Gefangenschaft nebst Beschreibung der herrlichen Wandgemälde, die sich in der Hauptwache zu Frankfurt befinden. Das war als Anlass, dass er am 22. März 1820 verhaftet worden war, ohne dass man ihm sagte, warum. Und da schreibt er in dieser wunderbaren Geschichte: Der Umstand, dass ich in der Nacht verhaftet worden bin und jetzt schon 4 Tage sitze, ohne den Grund meiner Verhaftung erfahren zu haben und ohne verhört worden zu sein, stellt die persönliche Freiheit, welche ein Frankfurter Bürger genießt, in das schönste Licht. In mehreren monarchischen Staaten, wie in Frankreich und England, erlaubt das Gesetz nur bei Tage zu arretieren. Wie grausam ist diese Einrichtung. Hierdurch erfährt jedermann sogleich das Verbrechen und die Ehre geht noch früher verloren als die Freiheit. Wird man aber im Dunkeln ins Gefängnis geführt, so merkt es keiner. Ja, man kann jahrelang eingesperrt sein, ohne dass es die Stadt erfährt und sie denkt, der Vermisste wäre auf Reisen. Schon kurze Zeit später übrigens wurde Börne dann aus der Haft entlassen. Man hatte ihm zu Unrecht die Verbreitung revolutionärer Schriften zur Last gelegt. Also in diesem Fall zu Unrecht. Sehen wir mal eine seiner revolutionären Schriften. Also Börne pendelte ja dann zwischen Frankfurt und Paris und ließ sich 1830 ganz in Paris nieder. Und als Kritiker wurde er auch berühmt mit seinen Briefen aus Paris, die zwischen 1831 und 1834 bei Hoffmann und Campe erschienen. Hier steht zwar 1832, aber sie sind 1831 erschienen. Das hat man früher gemacht, ein bisschen vordatiert. Und er wurde damit zum Begründer des deutschen Feuilletons. Ich habe Ihnen, das können Sie nachher auch mal angucken, diese Erstausgabe mitgebracht. Das ist hier eine Interimsbroschur. Also das ist ein recht dickes Bändchen, der erste Teil. Und er hat interessanterweise genau 320 Seiten. Das ist nämlich genau die Seitenzahl, wo die Zensur aufhörte. Also deswegen ist er auch in Hamburg erscheinen können. In Hamburg gab es auch eine Zensur. Aber ab 320 Seiten nach den Karlsbader Beschlüssen waren die frei. Änderte aber nichts daran, das werden Sie nachher noch sehen, dass die auch gleich in Frankfurt verboten wurden. Und nicht nur in Frankfurt, auch in Hanau und überall, was ich dazu gehört. Ja. Ja, Sie wissen, dass Börne 1837 dann ja in Paris gestorben ist. Nach Börne versuchte ein weiterer Frankfurter Schriftsteller die Zensur zu umgehen und seine Zeitschrift in Offenbach herauszubringen. Also wie Börne seine Zeitschriften zunächst in Offenbach gemacht hat, die Zeitschriften, so versucht es ein anderer. Und zwar Johann Conrad Friedrich, der in Frankfurt nicht so bekannt ist, wie er es verdienen würde, weil er zum Beispiel eine große Reihe herausgegeben hat, unsere Zeit, wo Büchner für Dantons Tod ganz viel herausgeholt hat. Also ein Vielschreiber allererster Güte. Er ist am 5. Dezember 1789 in Frankfurt geboren worden und hat im Dienste Napoleons halb Europa kennengelernt. Das ist sein Buch, in dem seine besondere Hassliebe gegen Frankfurt auslebt. Dieses dreibändige Memoirenwerk, 40 Jahre aus dem Leben eines Toten, erschien 1848-49, anonym. Und darin wird er nicht müde, gegen alles, was mit Frankfurt zu tun hat, von der Stadtregierung bis zum Theater vom Leder zu ziehen. Kaum einer oder kaum etwas bleibt ungeschoren. Dabei hätte er nach seinem Abschied vom Militär 1819 in Frankfurt eine Beamtenkarriere machen können, aber er entschied sich anders und schrieb erst für verschiedene Blätter. Schließlich gründete er im April 1821, jetzt unterstützt von Ludwig Börne, im großherzoglich hessischen Offenbach einen Beobachter am Main und Rhein. In seinen Memoiren, in diesem Buch, gab er die Frankfurter Zensur der Lächerlichkeit preis, wenn er schrieb, Zitat: Man kann sich einen Begriff davon machen, wie die Zensur der freien Stadt Frankfurt gehandhabt wurde, wenn man erfährt, dass der Zensor vom Bürgermeisteramt die Instruktion hatte, alles zu streichen, was er nicht verstünde. Dies kam daher, weil der gute Mann manche Artikel, die einen etwas verblümten Sinn gehabt, in aller Unschuld hatte stehen lassen, wodurch er dem Hohen Senat mehr als einen Wischer vom Bundestag zuzog, wo er sich dann mit Unwissenheit über dessen Bedeutung entschuldigt hatte. So streichen Sie in Teufels Namen, was Sie nicht verstehen, hatte ihm der jüngere Bürgermeister anbefohlen. Da nun der gute Mann fast gar nichts verstand, so kann man denken, wie er strich.
Über Frankfurter Verhältnisse durfte ein für alle Mal in den Frankfurter Blättern gar nichts gedruckt werden. Nicht einmal die gehorsamste Anfrage wegen irgendeinem Übelstand. Denn im Dunkeln ist am besten munkeln. Das ist der Stil von Friedrich. Dass es den Frankfurtern nicht schmeckte, wenn Friedrich von Offenbach aus, Zitat, all diesen stinkenden Kot von Niederträchtigkeiten, Infamien und Dummheiten, die er in Frankfurt ausgemacht haben wollte, mit der Geisel der Satire durchpeitschte, die er in Frankfurt als Autor nicht veröffentlichen konnte in dieser Form. Doch dachte ich auf der anderen Seite, so Friedrich, was kann dir am Ende daran liegen, wenn du auch dies ganze Geschmeiß der Schlechtigkeit über den Hals kriegst? Das Blatt aus Offenbach wurde in Frankfurt gehasst, aber gelesen. Nicht zuletzt wegen der Klatschgeschichten über die Frankfurter Gesellschaft. Trotzdem kam im Herbst 1822 das Verbot, weil Friedrich entgegen der Absprache mit den großherzoglich-darmstädtischen Behörden politische Artikel in sein Blatt gerückt hatte. Und Friedrich blieb nicht untätig, aber er schrieb dann nicht mehr politisch, sondern er war dann Redakteur der belletristischen Beilage der Didaskalia, der berühmten Frankfurter Unterhaltungszeitschrift, und hat sich dann im Prinzip weitgehend zurückgezogen aus der politischen Tagesarbeit, hat aber unglaublich viel geschrieben, also mehrere hundert Bände sind alleine von ihm verfasst worden. Dass Friedrich in Offenbach publizistisch scheiterte, hatte auch seinen Grund darin, dass unterdessen in allen Staaten des Deutschen Bundes und in den vier freien Städten eine verschärfte Zensur eingesetzt hatte. Die Gründung der auf einen Nationalstaat zielenden Deutschen Burschenschaft 1815 in Jena mit den Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold, das gegen den Deutschen Bund gerichtete Wartburgfest 1817 und schließlich die Ermordung des Dichters August von Kotzebue 1819 durch einen Burschenschaftler, hatten als Anlass für massive staatliche Repressalien gedient. Die Rechtsgrundlage schufen die Karlsbader Beschlüsse von August 1819. Sie waren vor allem das Werk eines Mannes, des österreichischen Außenministers und späteren Staatskanzlers Clemens Wenzel Fürst von Metternich. Zusammen mit Preußen und acht weiteren Staaten setzte er im Deutschen Bund einen ganzen Maßnahmenkatalog durch, der sogenannte demagogische Umtriebe verhindern sollte. Presse und Universitäten wurden streng überwacht, alle Druckschriften unter 320 Seiten, das waren nämlich 20 Druckbogen à 16 Seiten, mussten vor der Veröffentlichung einer Vorzensur vorgelegt werden. Die Burschenschaften wurden aufgelöst und damit sich nirgends unerkannt eine revolutionäre Bewegung bilden konnte, entstand in Mainz eine Zentraluntersuchungskommission, die ein Heer von Spitzeln beschäftigte. Soll es doch einem Mitgliedstaat des Deutschen Bundes so sein, dass es zu Aufruhr komme, dann würden die anderen Truppen schicken, um den Aufstand niederzuschlagen. Metternich erhoffte sich von seinem rigorosen Eingreifen eine Beruhigung der Lage, auch wenn es eine Friedhofsruhe sein sollte. Trotz Repression, Denunziantentum und Bespitzelung gelang es Metternich nicht, alle politischen Regungen im Deutschen Bund zu unterdrücken. Der Widerstand kam im besonderen Maß von Liberalen und Demokraten, von Schriftstellern und Publizisten, die mit dem politischen Vormärz die biedermeierliche Behäbigkeit störten und die Nationalversammlung von 1848 vorbereiteten. Im Juli 1830 hatte das französische Bürgertum die Abdankung seines Königs erzwungen und eine Verfassungsreform durchgesetzt. Daraufhin kam es auch in verschiedenen deutschen Staaten des Deutschen Bundes zu sozialen Unruhen. Nicht zuletzt, weil im Jahr zuvor die Ernte schlecht ausgefallen war und die Brotpreise stiegen. Die revolutionäre Stimmung erfasste nicht nur die ärmeren Bevölkerungskreise, sondern besonders etwa in Hanau auch die wohlsituierten Bürger und Gewerbetreibende. Die Wut auf die verfehlte Wirtschafts- und Finanzpolitik des Kurfürsten entlud sich in Hanau am 24. September 1830 bei der Verwüstung der Lizenzämter, hier sehen wir das, um Heumarkt und später auch in Mainkur. Auch in Frankfurt kam es, wie Ralf Roth schreibt, zu einer ganzen Serie von Unruhen seit 1831. Es begann, schreibt er, mit dem noch harmlosen Sperrbatzenkrawall gegen die Torschlusssperre,
steigerte sich mit massenhaften Sympathiekundgebungen für durchziehende Polen, den Resten der im Warschauer Aufstand von 1832 geschlagenen polnischen Armee und mündete schließlich im Februar 1832 in die erste größere Sammlungsbewegung der liberalen und demokratischen Opposition, die sich im Vorfeld des Hambacher Festes im Pressverein sammelte. Bereits im April 1832 trat der Pressverein mit einer Protestation an die Öffentlichkeit, die in Frankfurt ausgelegt wurde, im Freisinnigen, dem Organ des badischen Liberalismus, am 15. Mai gedruckt und schließlich auch noch als Flugschrift herauskam. Sie sehen die Flugschrift hier, die können Sie nachher anschauen. Es gibt nur noch sehr wenige Exemplare davon. Also, aber natürlich im Institut für Stadtgeschichte gibt es alles, also auch natürlich auch diese Flugschrift. Aber ich habe sie nicht heimlich aus dem Regal genommen, es ist meine eigene. Also, keinen Verdacht darauf kommen zu lassen. Mit dem Frankfurter Rechtsanwalt und Börnevertrauten Maximilian Rhein-Ganum an der Spitze hatten 230 wohlsituierte Bürger, zumeist aus Frankfurt, aber auch Hanau und Offenbach dabei, die Protestation deutscher Bürger für Pressefreiheit in Deutschland unterzeichnet. Die als Broschüre nur 10-seitige Schrift, in der die Namen aller Unterstützer genannt werden, erschien nicht in Frankfurt am Sitz der Bundesversammlung, was die Stadtregierung mit Sicherheit nicht geduldet hätte, sondern bei König in Hanau. Gleich im zweiten Absatz der Schrift werden die Forderungen auf den Punkt gebracht. Zitat: Die Deutschen wollen die Pressefreiheit. Die Regierungen wissen es. Die Pressefreiheit ist kein Wunsch einer Partei, kein Streben einer Fraktion, sie ist ein Recht, was uns gebührt, ein unzerstörbares, heiliges Recht. Dieses Recht ist vernichtet in seinem Dasein, gehemmt in seiner Ausübung, bedroht in seiner Entwicklung durch eine sichtbare Macht, welche deutsche Regierungen über sich zu stellen versuchen, um die unsichtbare Macht geltend zu machen, welcher sie gerne sich unterwerfen. Aber keine sichtbare Macht darf sich unterwinden, die Mittel, deren sie sich bedient, dem Urteil derer zu entziehen, welche ihr gehorchen sollen. Gesetz und Recht weisen allen auf Erden seine Grenzen an. Es gibt keine irdischen Gottheiten mehr. Zeige ich Ihnen mal die Unterschriftenliste. Wir sehen hier, also hier sieht man auch gleich Rhein-Ganum ganz vorne, aber das sind natürlich, es sind alle Ärzte, Buchbinder, Goldarbeiter, Handelsmänner, und das ist etwas eigentlich sehr Ungewöhnliches für den Vormärz, dass man, wenn man eine solche Schrift, die natürlich erheblichen Widerstand, staatlichen Widerstand auslösen wird, wenn man eine solche Schrift dann auch nicht nur herausbringt, sondern auch namentlich kennzeichnet. Sie hier sehen, das sind dann die ganzen Namen, das ist schon, und das sind natürlich wirklich auch Honorationen in Frankfurt. Und das ist dann das Ende, und da sieht man, dann sind auch noch ein paar andere, in Hanau und so weiter dabei. Wie viel Mut braucht es? Ja, ich lese Ihnen gleich vor, was dann kommt. Es brauchte sehr viel Mut. Ich muss es wirklich sagen. Es brauchte sehr viel Mut, vor allem, weil das waren alles Menschen, die ja was zu verlieren hatten. Also diese schmale Broschüre, so schmal sie war, versetzte die Bundesversammlung in helle Aufregung. Schon kurz nach Erscheinen fasste sie am 17. Mai 1832, also sie war am 15. Mai in der Zeitung veröffentlicht worden, am 17. Mai 1832 gibt es schon einen zweiteiligen Beschluss der Bundesversammlung. Erstens, die Gesandtschaft der Freien Städte wird ersucht, bei dem Senate der Freien Stadt Frankfurt die genaueste Untersuchung des Vorgangs wegen Protestation mehrerer Frankfurter Bürger und Einwohner gegen die Bundesbeschlüsse in Pressangelegenheiten in Antrag zu bringen und der Hohen Bundesversammlung das Resultat und die dieser wegen getroffenen Verfügungen anzuzeigen. Zweitens erwartet die Hohe Bundesversammlung von der kurhessischen Gesandtschaft, es werde dieselbe eine Untersuchung gegen den Buchdrucker und Zensor dieser Protestation, auch eine strengere Handhabung der bundesgesetzmäßigen Zensur in Hanau veranlassen und der Hohen Bundesversammlung darüber weitere Mitteilung machen. Also das war mit das Strengste, was passieren konnte, wenn die Bundesversammlung sofort eingreift. Die kleine Schrift hatte die Zensur in Hanau passiert. Und König,
Der Verleger, der es hat drucken lassen, musste mit keinen strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Weil war durch die Zensur gelaufen. Damit war er im Prinzip davon frei, von den rechtlichen Folgen. Dagegen wurde Maximilian Rheinganum als Verfasser der Protestation in Frankfurt angeklagt. Und zwar, Zitat, wegen Missbrauchs der Presse, insbesondere indirekter Aufreizung zur Unzufriedenheit, das ist sehr schön, das finde ich wunderbar, indirekte Aufreizung zur Unzufriedenheit und Widersetzlichkeit, sowie wegen Injurien gegen die deutsche Bundesversammlung und die in ihr repräsentierten deutschen Regierungen. Das war die Anklage. Eine solche Anklage war jederzeit möglich. Die Bundesversammlung hatte bereits im Oktober 1831 nämlich beschlossen, dass allein das Sammeln von Adressen, also Sammeln von Unterschriften, Zitat, ein die Autorität der Bundesregierungen und die öffentliche Ordnung gefährdender Versuch sei. Da Rheinganum mit der Eröffnung eines Kriminalverfahrens eine empfindliche Strafe drohte, wurde die juristische Fakultät der Universität Göttingen um ein Gutachten gebeten. Sie erklärte im April 1833 die Einleitung eines Kriminalverfahrens für unzulässig. Zitat, das Recht der freien Gedankenmitteilung durch Rede und Schrift ist ein unbestreitbares und in der Tat auch unbestrittenes Urrecht. Indem die Mitteilung der Gedanken teils eine mit der Rechtsordnung an sich wohl vereinbare Äußerung der Geistestätigkeit, teils ein ganz unentbehrliches Mittel zur Berichtigung und Erweiterung unserer Begriffe und Kenntnisse, eine notwendige Übung und Ausbildung unserer Geisteskräfte enthält. Das ist zwar ein bisschen schwierig formuliert, aber in der Aussage zunächst deutlich. Die Göttinger Juristen ließen allerdings ein Hintertürchen offen, nämlich, Zitat, die Vereinbarkeit mit den Rechten Einzelner und mit der Rechtsordnung überhaupt. Und deshalb kam es, weil die Frankfurter dann meinten, wenigstens die Anklageschriften führten, vor allem der Senat, dass es diese Vereinbarkeit mit den Rechten Einzelner und mit der Rechtsordnung überhaupt nicht gäbe. Und Rheinganum wurde angeklagt und das Verfahren gegen einzelne der Unterzeichner und gegen Rheinganum zogen sich bis Herbst 1833 hin, also fast eineinhalb Jahre, wo die Rechtsstreitigkeiten hatten. Rheinganum hatte mit Bedacht Hanau als Publikationsort für seine Broschüre gewählt, denn in der Stadt, die zum Kurfürstentum Hessen gehörte, war die Zensurpraxis wesentlich liberaler. Das lag an der Verfassung, die dem ansonsten sehr konservativen und rückwärtsgewandten Kurfürsten Wilhelm II. Abgetrotzt worden war. Das ist schon nach den Unruhen von 1830 haben sich Delegationen aus den größeren Städten im Kurfürstentum mit Petitionen an ihren Landesherrn gewandt. Die Übergabe der Bittschrift durch Kasseler Bürger am 15. September 1830 hielt Ludwig Emil Grimm in einer Lithografie fest, die in vielen Kasseler Wohnzimmern gehängt haben soll. Bürgermeister Karl Schomberg, das ist der Herr hier, Bürgermeister Karl Schomberg überreicht das Schriftstück, also der Wunsch, die Petition nach einer Verfassung, an den isoliert stehenden Kurfürsten. Die Bürger stehen erhöht und überragen den Fürsten, der das Papier ohne erkennbare Regung entgegennimmt. Gegenüber der Bürgerdelegation wirkt er fast verloren. Das entsprach der politischen Haltung von Ludwig Emil Grimm. Vernünftige Bürger hatten das gute Recht, an einen schlechten Fürsten Forderungen nach politischer Mitwirkung zu stellen. Mit allem Nachdruck, aber nicht mit Gewalt. Kurfürst Wilhelm II. Zeigte sich von den Forderungen beeindruckt, berief einen Landtag ein und ließ endlich eine Verfassung erarbeiten. In kurzer Frist entstand der Text, der vom Kurfürsten akzeptiert und als kurhessische Verfassung 1831 in Kraft trat. Sie gilt heute als die liberalste ihrer Zeit, weil sie den Einfluss des Adels begrenzte und unter anderem, Zitat, die Freiheit der Presse und des Buchhandels in ihrem vollen Umfang einführte.
Mit einer Einschränkung allerdings. Es soll zuvor gegen Pressvergehen ein besonderes Gesetz alsbald erlassen werden. Die Zensur ist nur in den durch die Bundesgesetze bestimmten Fällen zulässig. Und in § 39 hieß es, niemand kann wegen der freien Äußerung bloßer Meinungen zur Verantwortung gezogen werden. Der Fall eines Vergehens oder einer Rechtsverletzung ausgenommen. Das angekündigte Pressegesetz ist nicht zustande gekommen, aber schon kurz nach der Genehmigung der Verfassung durch den Kurfürsten erschien in Hanau, wieder bei Friedrich König, eine Broschüre mit dem Titel »Kurz gefasster Inhalt der kurhessischen Landesverfassung für den Bürger und Bauer, wie er es leicht verstehen kann«. Darin schrieb der anonyme Verfasser, Zitat, endlich soll jeder, was er denkt, sagen dürfen über alles, was er will. Er darf es auch schreiben und die Post und Polizei dürfen keinen Brief aufmachen. Er darf es auch drucken lassen und alle Bücher lesen, die er will. Nur wenn einer lügt, schimpft oder sonst was Schlechtes sagt, muss er sich gefallen lassen, dass er darüber verklagt und, wie es gehört, gestraft wird. Also hier ist auch wieder eine kleine Hintertür, aber geht ja schon sehr weit. Auch wenn die Hoffnung letztlich trug und die Verfassung nur halbherzig war, öffnete sie doch, wie sich bald in Hanau zeigen sollte, Schlupflöcher, um Publikationsverboten zu entgehen. Ende Mai 1832 hatten sich auf dem Hambacher Schloss 30.000 Menschen eingefunden und die Vereinigten Freistaaten Deutschlands in einem konföderierten republikanischen Europa gefordert. Dieser Ruf nach einer republikanischen Verfassung, nach wirklicher Pressefreiheit, Abschaffung der Zensur und nationaler Einhalt, verhallte auch in Hessen nicht ungehört. Nicht einmal 4 Wochen nach dem Hambacher Fest, am 22. Juni 1832, versammelten sich mehrere tausend Menschen im Park von Wilhelmsbad bei Hanau und warteten im strömenden Regen auf die Redner. Davon gibt es leider kein Bild, aber es gibt immerhin dieses hier. Man sieht es etwa zeitgenössisch, Sie sehen hier das Kurhaus und Sie sehen hier den Balkon. Von diesem Balkon des Kurhauses hielt der Burschenschaftler Heinrich Brüggemann eine feurige Rede gegen die Adelsherrschaft und die Macht der Mätressen, womit er die Geliebte des Kurfürsten meint. Der Frankfurter Schriftsteller Wilhelm Sauerwein, der schon am Hambacher Fest teilgenommen hatte, verkaufte sein satirisches ABC-Buch der Freiheit, das habe ich Ihnen auch mitgebracht. Sehen Sie es auch gleich nochmal. Also, so dick ist es nicht, aber es geht bis Z. ABC-Buch der Freiheit, das der Hanauer Verleger Friedrich König in einer Auflage von 300 Exemplaren gedruckt hatte. Schon kurz nach Erscheinen war eine zweite Auflage nötig geworden, die Sauerwein mit einem weiteren Vorwort versah. Darin berichtete er, dass sein Buch in Frankfurt schon kurz nach Erscheinen verboten worden war. Sauerwein hatte seine im Stil einer Kinderfibel verfassten Polemiken zunächst in der Zeitschrift Zeitbilder veröffentlicht, die von dem Frankfurter Verleger und Redakteur Gustav Oehler herausgegeben wurde. Allerdings auch nicht in Frankfurt, sondern wegen der liberaleren Pressezensur ließ Oehler sein Blatt in Hanau erscheinen. So, jetzt nehmen wir das mal hier rein. Die Botschaft des ABC-Schützen Sauerwein war bei allem scharfen Witz eindeutig. So schrieb er in seinem Vorwort, ihr Landeskinder, es hat mich oft betrübt, dass ihr so verwahrlost werdet von euren Vätern und Vormündern und dass ihr gar keine Fortschritte machen wollt in der Lehre von der Freiheit. Man hat euch geflissentlich die Meinung aufzuschwatzen gesucht, als wenn die Freiheit ohne euer Zutun kommen würde. Und daher kommt es, dass ihr dasteht und das Maul aufsperrt wie die Schlaraffenländer. Saget also nicht, wir sind noch nicht reif. Wir sind noch zu dumm und einfältig für die Freiheit. Danach nahm Sauerwein vom Landesvater bis zum Spießbürger und Jubelkreis alle aufs Korn, die seiner Meinung nach einer demokratischen Entwicklung in Deutschland behinderten. Dass mit dem Landesvater nicht nur die Regenten im Allgemeinen, sondern auch der Kurfürst im Besonderen gemeint war, wurde in Hanau verstanden. Denn was sich wie Satire liest, war bittere Realität. Nochmal ein Zitat. Kein Vater in der Welt hat so viele Kinder als der Landesvater. Und diese Kinder sind ihm alle mit blindem Gehorsam ergeben. Es ist sehr ungezogen von Kindern, wenn sie Geld für sich behalten
und es nicht lieber dem Vater bringen. Denn Kinder wissen mit Geld noch nicht umzugehen, aber der Landesvater weiß, wie man es durchbringt. Wie hässlich würde es sein, wenn Kinder zu ihrem Vater sagten, bin ich denn bald groß, bin ich noch nicht mündig? Ich bin jetzt selbstständig und will fortan nach meinem Gefallen leben. Gerade so hässlich ist es, den Landesvater mit solchen ungestümen Forderungen anzufallen. Darum seid ruhig, ihr Landeskinder, bis ihr einmal groß werdet. Und wenn ihr recht geschickt seid, dann kriegt ihr einen ganzen Sack voll Versprechungen. Das saß. Die zahlreich ausgesandten Spitzel erstatteten genauen Bericht. Karl-Heinrich Brückemann wurde als Aufrührer zum Tode verurteilt zunächst und dann zu lebenslänglicher Haft begnadigt. Er kam erst 1840 wieder frei. Sauerweins Buch ließ der Kurfürst einziehen. Der 1803 geborene Sauerwein, der Theologie studiert hatte, aber nicht als Prediger arbeiten wollte und auch nicht durfte, wurde wenig später angeklagt, aber nicht wegen seines Buches, sondern wegen eines Artikels, den er in der Zeitschrift Volkshalle seines Freundes und politischen Mitstreiters Friedrich Funk veröffentlicht hat. Das Buch bei Jan Hanau erschien. Konnte ihm ja nichts passieren, jetzt hat die Zensur gelaufen. Er wurde freigesprochen, denn der Artikel hatte ebenfalls die Hanauer Zensur ohne Beanstandung passiert. Sauerwein war davon wenig beeindruckt und propagierte weiter die Revolution. Um einer drohenden Verhaftung in Frankfurt zu entgehen, floh er im März 1834 zunächst in die Schweiz. 1835 erschien in Biel eine neue Auflage seines ABC-Buchs der Freiheit und vor allem seine Gedichte aus der Zeit und für die Zeit. In dem Lyrikband findet sich auch ein Lied der Verfolgten, das in immer wieder neuen Varianten und Umdichtungen eines der bekanntesten politischen Lieder des 19. Jahrhunderts ist. Es fängt damit an, wenn die Fürsten fragen, was macht Absalon? Und es wurde ja in der 48-49er Revolution dann zu fragen, wenn die Leute fragen, lebt der Hecker noch? So sollt ihr ihnen sagen, hurra, er lebet noch. Er hängt an keinem Baume, er hängt an keinem Strick, er hängt an seinem Traume der Deutschen Republik. Umstritten ist, ob Sauerwein auch die Fürsten zum Land hinaus gedichtet hat. Also gibt es entsprechend lange Untersuchungsakten. Sie liegen hier in diesem Hause. Wie der ganze Nachlass von Sauerwein und die ganzen Prozessakten aus dem Vormärz, die ich hier erwähne. Sauerwein konnte schwer krank nach Frankfurt zurückkehren, starb 1847 an der Rückenmarksauszehrung, also an Syphilis ist er gestorben. Frankfurt. Und man könnte ihn für einen redlichen Vorkämpfer der demokratischen Umwälzung in Deutschland halten, wenn er nicht 1831 auch ein wüstes antisemitisches Pamphlet verfasst hätte, nämlich die Beleuchtung der Judenemanzipation. Auch dieses findet sich hier in der Universitätsbibliothek und auch hier im Hause. Und das zeigt auch, dass es auch aus diesen liberalen, demokratischen Menschen im Vormärz, die sich politisch engagierten, eine ganze Reihe gab, die antisemitisches Denken hatten. Für die Juden nicht zu den deutschen, neu gegründeten, sich neu etablierenden deutschen Volkskörper gehörte. Also alle antisemitischen Vorurteile finden sich in dieser kleinen 16-seitigen Schrift. Also, und das ist nicht die einzige, die da erschien. Wenn man bedenkt, Rein Garnum war ja auch Jude und war dann auch zum Christentum übergetreten, aber die gehörten eigentlich zusammen in ihrer revolutionären Bewegung. Trotzdem gibt es diese deutlichen Unterschiede. In seinem ABC-Buch der Freiheit hatte Sauerwein übrigens den Zensor einen Vorrichter genannt. Das ist wiederum eine schöne Formulierung. Er schreibt, der Vorrichter hängt den Dieb nicht, weil er gestohlen hat, sondern damit er nicht stehlen kann. Also auch eine interessante Gedankenvariante dabei ist. Und dann schreibt er weiter, der Zensor ist ein gewaltiger Zauberer. Er zitiert Geister und lässt sie verschwinden. Er verwandelt die Löwenstimme in Nachtigallenklageton. Er bändigt den gewaltigen Arm der Freiheit. Er beschwichtigt den Sturm des lautrufenden Jahrhunderts. So, jetzt müssen wir auch mal Friedrich König angucken. Da gibt es da kein besseres Bild von ihm. Das ist überhaupt das Einzige, was existiert. Das ist also der Hanauer Buchhändler Friedrich König, der 1802 geboren wurde. Das heißt, König, Sauerwein und dann auch Funk und Freieisen und so weiter, ist fast alles ein Jahrgang. Alle um 1800 geboren.
Mit dem Gesetz geriet König mehrfach in Konflikt, nicht nur wegen der von ihm selbst herausgebrachten Schriften, sondern auch, weil er Zeitschriften und Broschüren aus anderen Verlagen mit angeblich umstürzlerischen Tendenzen vertrieb. Das hat er hier gemacht, das war seine Buchhandlung in Hanau. Das war dann später Albertis Hofbuchhandlung, wer sich in Hanau auskennt. Also es blieb auch lange Zeit eine Buchhandlung. Bereits Anfang Mai 1831 wurde er zum ersten Mal vorgeladen, weil er drei angebliche revolutionäre Schriften verkauft hatte. Er erhielt aber zunächst keine Strafe, nur die Broschüren wurden beschlagnahmt. Auch der materielle Schaden war gering. Mehr Ärger bereitete ihm eine im März 1833 von der kurfürstlichen Polizeidirektion konfiszierte Schrift, in der Auszüge aus Ludwig Börnes Briefe aus Paris abgedruckt waren, die sich gegen den Kurfürsten richten. Es gibt sehr viele Stellen von Börne darüber. Ein gerichtliches Strafverfahren gegen ihn wurde zwar eingeleitet, aber er kam nochmals glimpflich davon. Jetzt kommt etwas, was nicht bei ihm gedruckt wurde. Langwieriger waren die Untersuchungen gegen König zu diesem Buch, das in der Bredischen Buchhandlung und Druckerei Offenbach gedruckt wurde. Ich sage nachher noch was dazu, weil der Drucker ist nicht mehr Brede, sondern der ist zu dieser Zeit schon Breller, der auch den Hessischen Landboten gedruckt hat. Und den Titel sehen Sie, er hat sogar zwei Titel, also ein bisschen mehr. Der Band ist 324 Seiten lang. Also so vier Plusseiten, damit er nicht zensiert wurde. Ja, ging also in Offenbach durch die Zensur, weil er nicht zensiert werden musste mit 324 Seiten. Der Band wurde sowohl im Großherzogtum Hessen, zu dem Offenbach gehört, als auch im Kurfürstentum mit großem Aufwand gesucht und beschlagnahmt. Sie können ihn sich da nachher nochmal anschauen. Das ist er hier. Ja. Autor war der Darmstädter Journalist und Schriftsteller Friedrich Wilhelm Schulz, der schon als Redner am Wilhelmsbader Fest teilgenommen hat. Schulz gab seinen Volksboten 1833 zusammen mit Karl Buchner zweimal wöchentlich in Offenbach heraus, bis ihm der Zensor nach zwei Monaten signalisierte, dass er die weitere Veröffentlichung des Blattes nicht dulden würde. So verfasste Schulz das Testament des deutschen Volksboten. Jetzt gleichsam zwischen Leben und Sterben, schreibt er, und da ist es Zeit für einen guten Christen, an sein Testament zu denken. Das hat er dann aufgeschrieben. In seinem Buch, das mehr als 20 Druckbögen umfasste, setzte sich Schulz vor allem mit den Zensurpraktiken in Deutschland und Europa auseinander, schilderte aber auch detailreich und ohne Rücksicht auf die jeweiligen Regenten die Verfassungskämpfe. In diesem Zusammenhang erwähnte er die Diskussion um die Kurhessische Verfassung und die Hanauer Krawalle. Am Ende des Testaments schilderte Schulz einen Traum, in dem sich alle Staatsbeamten vom Minister bis zum Hofaffen und Hofpapageien vor ihrem Fürsten in den Staub warfen und um Vergebung baten. Zitat: Ihr Fürsten, möge uns der Himmel verzeihen, aber wir haben euch übel beraten, zu eurem Verderben und zum Verderben des Volks. Schaut hin auf uns. Viele, die vor euch versammelt sind, wurden in Sünden reich und haben sich von ungerechten Gute ernährt. Es ist Armut und Elend in den Häusern und Hütten der Bürger und Bauern. Und so groß ist die Not geworden, dass viele Tausende, um nicht immer in Armut und Elend zu versinken, vom teuren Vaterlande Abschied nehmen. Das Buch erschien Ende Juni 1833 und wurde bereits am 29. Juni im Großherzogtum Hessen verboten. Wenige Tage später, am 4. Juli 1833, da waren die also relativ schnell immer, erließ die Frankfurter Bundesversammlung sogar ein generelles Verbot für alle Staaten des Deutschen Bundes. Für Friedrich Wilhelm Schulz hatte das bittere Konsequenzen. Er wurde im Zuge der Ermittlungen nach dem missglückten Frankfurter Wachensturm zu 5 Jahren Haft verurteilt. Ihm gelang später die Flucht nach Straßburg, wo er noch Georg Büchner kennenlernte. Angeblich sollte Friedrich König für seine Buchhandlung 25 Exemplare des Testaments erhalten haben. Aus einer Liste, die das Darmstädter Ministerium des Innern anfertigt und sie erhalten hat, geht hervor, dass König zu den Hauptabnehmern dieses Buches gezählt hat. Offenbar war Hanau mit seinen Buchhändlern König und auch mit Edler, ein zweiter Buchhändler, ein gutes Pflaster für politische Publikationen und den Verkauf davon.
Denn im Juli und August 1832 hatte sich schon der Hanauer Pressverein formiert, also etwas später als in Frankfurt, war aber schnell in die Mühlen der Justiz geraten. Friedrich König gehörte zu den 13 Hanauer Bürgern, die für ihre Mitwirkung gerichtlich belangt wurden. Ende Dezember 1834 verurteilte ihn der Kriminalsenat des Oberappellationsgerichtes in Kassel zu einer Gefängnisstrafe von 2,5 Monaten. Zu seinen Kämpfen mit der Hanauer Polizeidirektion über die von ihm verlegten Broschüren haben sich in den Marburger und Darmstädter Staatsarchiven Briefwechsel und Dokumente erhalten, sehr umfangreich. Sie machen deutlich, wie wenig sich König in dieser Zeit von staatlichen Repressalien einschüchtern ließ. Im Staatsarchiv in Darmstadt wird eine Akte aufbewahrt, die den Notenwechsel zwischen der kurhessischen und der großherzoglichen Regierung über eine kleine Schrift beinhaltet, die 1833 bei König erschienen war. Sie trägt den Titel über Bürgergarten, Landwehr und noch einige andere. Verfasser war der bereits schon erwähnte, aber noch nicht verhaftete Friedrich Wilhelm Schulz, der aus Darmstadt stammte und schon als 16-jähriger Leutnant gegen Napoleon gekämpft hatte. Schulz war eine der zentralen politischen Figuren des Vormärz und später auch der Revolution von 1848-49. In dieser Schrift griff er am Beispiel des Großherzogtums Hessen erneut eine Forderung auf, die stehenden Heere durch Volksmilizen zu ersetzen. Mit der allgemeinen Volksbewaffnung meinte Schulz aber keine nationale Wehrpflicht, sondern wehrfähige Bürger, die ihre Waffen auch gegen die Fürsten richten konnten. Der großherzogliche Staatsminister Karl Dutilh wandte sich mit einer geharnischten Beschwerde nach Kassel und verlangte eine Erklärung, warum die Schrift nicht von dem zuständigen Zensor in Hanau verboten worden war. Nehmen Sie mal die nächste Schrift. Seit Anfang 1833 hatte sich König für eine andere, nur 16-seitige Flugschrift, ich glaube, die habe ich auch mitgebracht, ja, das ist die hier. 16-Flugschrift rechtfertigen müssen, die er in einer Auflage von 1500 Exemplaren herausgebracht hatte. In der Komet des Jahres 1834, also ein Blick in die Zukunft, prophezeite ein ungenannter Autor, bis heute nicht bekannt, mit Hilfe einer Fülle von Bibelzitaten und geschichtlichen Rückgriffen, dass 1834 ein Komet erscheinen werde, der radikale politische Änderungen mit sich bringen würde. Zitat: Die Völker, welche für ihre Freiheit fechten, werden siegen und glücklich sein, weil sie im Geist und in der Wahrheit die Kräfte, die Gott in jede Menschenbrust legte, auf göttliche Weise üben werden. Sie werden sich auf eine Stufe erheben, die ihres weitblickenden Auges würdig ist. Das steht in dieser Broschüre. Der Komet erschien übrigens nicht, war auch keiner angekündigt, aber hat ja gar keiner gemerkt. Man konnte ja diese Tarnschrift im Prinzip benutzen, um die freiheitlichen Gedanken unterzubringen. Nur natürlich hat das Schriften in Hanau Drucken, solange sie nicht verboten wurden. Der Frankfurter Buchhändler Gustav Oehler zum Beispiel veröffentlichte seine Zeitbilder und nach deren Verbot seine Zeitschrift Neue Zeitschwingen in Hanau. Sie erschien bis zu ihrem Verbot durch die Bundesversammlung am 2. März 1832 dreimal wöchentlich. Ihm wurde unter dem Titel Der Ring des Saturn, ein vierseitiges Blatt mit Theaterrezensionen beigelegt, also diesen neuen Zeitschwingen, schon im ersten Heft vom 20. November 1831, das habe ich Ihnen auch mitgebracht. 1831 hatte Wilhelm Sauerwein in seinen Überlegungen zu einem Nationaltheater festgestellt: Wir haben kein freies öffentliches Leben, und wenn es die gewaltige Zeit nicht bringet, dann werden wir noch lange darauf warten. Zensur, Pharisäismus und Philistertum werden uns nicht dazu verhelfen. Mit den Zeitschwingen wurde auch der Neue Eulenspiegel des Frankfurter Publizisten Friedrich Funk verboten. Der Neue Eulenspiegel und sein kurzlebiges Nachfolgeorgan, der Eulenspiegel, wie auch Funk, solche Volkshalle, sind im Hanauer Waisenhaus gedruckt worden. Das heißt, es wurde ein Blatt verboten, dann macht das nächste auf. Dann wurde das nächste verboten, dann macht das übernächste auf. Und so ging das immer weiter, also immer mit neuem Titel, bis sich dann die Bundesversammlung dazu entschloss, immer auch zu schreiben und Nachfolgeorgane.
Sie haben also alles gleich mit verboten, was es noch gar nicht gab, damit das also nicht so ein Kreislauf wurde. Nur in Ausnahmefällen wurden die Autoren und Herausgeber gerichtlich belangt, denn der Hanauer Zensor hatte die Veröffentlichung abgesegnet. Manchmal mit kleinen Änderungen und Auslassungen, aber offenbar wurde von ihm nie ein direktes Verbot ausgesprochen. In Hanau unterlag die Hanauer Zeitung der persönlichen Zensur durch den Polizeidirektor Friedrich Neuhof, der noch zwei weitere Blätter zu bearbeiten hatte und darüber ständig nach Kassel seine Klagen schickte, was er vor viel zu tun hätte. Die Zensur von Büchern und Zeitschriften war die Aufgabe des 1784 geborenen Pfarrers Johann Ulrich Emmel, der in Hanau heute so gut wie unbekannt ist. Ich konnte übrigens auch kein Bild von ihm finden. Also er ist irgendwie vollkommen verschwunden, obwohl es eine hochinteressante Persönlichkeit war. Bei den drei kurhessischen Konsistorien als staatlichen Behörden, die das landesherrliche Kirchenrecht ausübten, lag auch die Vorzensur von Büchern und Druckschriften bis 20 Bögen. Die Zensurdeputation in Hanau wurde 1827 errichtet und die Zensur übte Johann Ulrich Emmel alleine aus, zeitweise unterstützt von dem Regierungsassessor Karl Cornelius Rothe, der später noch Regierungsdirektor werden sollte unter dem liberalen hessischen Innenminister Bernhard Eberhard. Emmels Tätigkeit als Zensor beschäftigte nicht nur die kurfürstliche Regierung in Kassel, sondern auch die Stadtoberen in Frankfurt und schließlich sogar mehrfach die Deutsche Bundesversammlung als höchstes Gremium des Deutschen Bundes. Hanau wurde so die Anlaufstelle für Demokraten aller Couleur. Im Marburger Staatsarchiv befindet sich dazu ein eigener Bestand, von dem im Zweiten Weltkrieg ein Teil verloren gegangen ist. Das ist eine Karikatur von Ludwig Emil Grimm, des Kasseler erzkonservativen Innenministers Hassenpflug. Nach den überlieferten Unterlagen trieb Emmel mit seiner Aufsichtsbehörde, dem Kasseler Innenministerium und der Hassenpflug, ein Katz-und-Maus-Spiel. Als sich die Bundesversammlung über einen Artikel, in dem der nassauische Haus- und Staatsminister angegriffen worden war, höchst verärgert zeigte, schrieb Emmel am 13. Oktober 1831 an sein Ministerium, er habe keinen Einblick, welche Behauptungen eines Autors richtig oder falsch seien. Zitat: Diese Wahrheit oder Unwahrheit zu beurteilen, liegt aber außer dem Bereiche der Zensurbehörde und mithin auch außer ihrer Pflicht, und nicht der Zensor, sondern der Verfasser ist für die Richtigkeit der in der Schrift angeführten Tatsachen verantwortlich. Von diesem Satze bin ich seither bei der Zensur von politischen und staatsrechtlichen Schriften überhaupt und insbesondere auch bei der Zensur der vorliegenden Schrift ausgegangen. Dieser Satz enthält in wenigen Worten mein Verstehen oder meine Rechtfertigung. Und er schloss seinen Brief mit der Drohung, nämlich der allerdringlichsten Bitte, mich von den Geschäften eines Zensors womöglich ganz entbinden oder mich doch die Zensur politischer und staatsrechtlicher Schriften hochgeneigtest ablehnen lassen zu wollen. Aber das war keine Alternative für Hassenpflug, denn der Polizeidirektor Neuhof fühlte sich ja schon vollkommen überlastet und hätte nicht noch die Druckschriften zensieren können. Und so musste der Minister in den sauren Apfel beißen, besser ein Zensor Emmel als gar keiner. Die liberale Praxis scheint sich schnell herumgesprochen zu haben. Das Fass zum Überlaufen brachte ein Taschenspielertrick des schon erwähnten Gustav Oehler aus Frankfurt. Für seine neuen Zeitschwingen setzte er einen Hanauer, Georg Stein, als redaktionellen Strohmann an, um ein Verbot seines Blattes in Frankfurt zu verhindern. Als das später aufflog, behauptete er, der Schriftsteller Christoph Freieisen hätte in Wirklichkeit die Redaktion besorgt, was der aber auf Befragung verneinte und nur seine Mitarbeit an dem Blatte bestätigte. Freieisen, die Unterlagen zu diesen Befragungen finden sich auch hier im Haus. Bereits am 17. Mai 1832 hatte die Bundesversammlung ein strengeres Vorgehen der Zensurkommission in Hanau gefordert. Das ist hier, Sie sehen, das Protokoll der Bundesversammlung. Und dann werden Sie sehen, dass es sich um diesen Teil handelt. Ich muss hier zwei Seiten nehmen. Ich lese es Ihnen aber vor. Ach Gott, was ist das jetzt hier? So. Nach dem Bericht, das ist hier sehr sensibel, das Ganze. So, also nach dem Bericht von Bittersdorf, das war
der großherzoglich badische Bundestagsgesandte Freiherr von Bittersdorf. Und der hatte einen Bericht gehalten der Bundestagskommission für Presseangelegenheiten wegen des alle Grenzen überschreitenden Unfugs, welcher in Hanau mit der Presse getrieben werde. Das finden Sie hier unten, da ist der Unfug, welches in Hanau mit der Presse getrieben werde. Nach dem Bericht von Bittersdorf fasste die Bundesversammlung einen aus 5 Punkten bestehenden Beschluss, in dem unter anderem der Frankfurter Gesandte aufgefordert wurde, seine Regierung auf das Treiben der geständigen Verfasser höchst strafbarer Artikel in den zu Hanau erscheinenden revolutionären Zeitungen aufmerksam zu machen und durch geeignete Maßregeln und durch Beaufsichtigung des schriftstellerischen Gewerbes dieser Individuen dem von ihnen bisher verübten Unfug ein Ziel zu setzen. Emmel schien sich durch diese massive Kritik an seiner Zensurpraxis nicht beeindrucken zu lassen und ermöglichte dem Frankfurter Publizisten Friedrich Funk die Herausgabe eines neuen Blattes der Volkshalle, deren erste Nummer am 3. Juli 1832 erschien. Und das war im Juni 1832 und im Juli lässt er schon eine neue Zeitschrift erscheinen. Sie wurde allerdings schon einen Monat später durch die kurfürstliche Regierung aus dem Verkehr gezogen. Es war keineswegs so, dass Emmel alle ihm vorgelegten Druckschriften ohne Eingriffe passieren ließ. Das machen Lücken in den Texten deutlich, aber was stehen blieb, war selbst für die Organe des Deutschen Bundes zu viel. Nach den vorliegenden Dokumenten musste sich Emmel noch mehrfach offiziell rechtfertigen. Nach seinen politischen Jahren 1831 bis 1835 wurde es dann ruhiger um ihn und den Verleger König. Der Verleger konzentrierte sich auf heimatkundliche Studien. Die waren noch nicht so gefährlich. Und Emmel zog sich aus gesundheitlichen Gründen zurück. Und 1841 wurde dann die Zensur im Kurfürstentum neu geregelt. Es gab dann einen neuen Zensor. Gegen bekennende Revolutionäre ging die Freie Stadt Frankfurt mit Härte vor, besonders nach den Vorkommnissen vom 3. April 1833, dem Wachensturm. Das, Sie wissen, das ist weder die Frankfurter Hauptwache noch sonst, aber den Wachensturm gibt es auch nicht als Bild. Das wird gerne genommen als farbiges Bild dazu. Und dieser Frankfurter Wachensturm, das kennen Sie, die Sturm auf die Hauptwache und auf die Konstablerwache mit Befreiung von Gefangenen. Und da gehört unter anderem auch der Publizist Friedrich Funk dazu, der eine 5-monatige Haftstrafe abzusitzen hatte, wegen seiner Zeitschrift Die Fackel. Und dessen hatte der auch schon wieder eine neue gegründet. Der Deutsche Bund reagierte auf den Wachensturm mit Truppen in der Stadt und am 14. Juni auch 1832 auch mit einer Ergänzung, 1833 auch mit einer Ergänzung des Paragraphen 7 der Karlsbader Beschlüsse. Danach konnten Autoren, Herausgeber und Verleger auch belangt werden, wenn ihre Publikation in einem anderen Land herausgebracht und von der Zensur dort nicht beanstandet worden war. Also man konnte jetzt quasi nicht mehr in Hanau drucken. Außerdem wurde in dem weitgehend geheim gehaltenen Beschluss festgelegt, dass die Eingriffe durch die Zensur nicht mehr mit Punkten oder Strichen kenntlich gemacht werden durfte. Verleger und Redakteure mussten dafür Texte oder Werbeanzeigen im Stehsatz halten, um das zu kaschieren, was da zensiert wurde. Diese Regelung galt in Frankfurt übrigens schon seit der Gründung des Deutschen Bundes, also nicht erst seit dieser Ergänzung der Karlsbader Beschlüsse. Leidtragende war neben Wilhelm Sauerwein auch Friedrich Funk, der mit immer neuen Zeitschriftentiteln die Zensoren kräftig bei Laune hielt. Auch er saß während des Frankfurter Wachensturms in der Hauptwache, weil er in seiner Schrift die Republik, Fürsten und Regierungen beleidigt haben sollte. Wie Sauerwein floh er auf Freieisen, als er stecklichlich gesucht wurde in die Schweiz. Funk wurde 1834 erneut verhaftet und erst im Sommer 1840 entlassen. Er sollte dann 1848 wieder eine neue Rolle spielen. Man merkt schon, das sind lange Zeiten und man denkt, es müsse immer ein Urteil geben, wenn es eine solche lange Haftstrafe gibt. Aber es war oft so, und das sieht man dann an einem anderen Fall, nämlich hier von diesem Juristen Friedrich Juchow. Das war der Verteidiger dieser von Funk, Freieisen und Sauerwein, ein wichtiger Demokrat. Und er wurde im November 1834 verhaftet und saß alleine 4 Jahre in Untersuchungshaft. Das heißt, es gab keinen Prozessabschluss, sondern Juchow hat sich gewehrt
quasi Revision, dass er überhaupt da sitzt. Das wurde zur Appellation geschickt, entweder an ein Gericht oder eine Universität, kam wieder zurück, dann konnte er sich wieder wehren. Und am Ende saß er 4 Jahre lang in Untersuchungshaft und wurde erst, nachdem er dann verurteilt worden war, übrigens zu 6 Monaten Haft, 1839 entlassen. Und wenn man jetzt mal guckt, die Frankfurter Autorin, das ist Barbara Christine Schwedhelm, hat aus den Prozessakten, die sie auch publiziert hat, und aus dem, was es existiert, einfach mal zusammengestellt, wie viele Schriften in Frankfurt allein zwischen 1831 und 1837 verboten wurden. Also Sie sehen natürlich gerade ganz klar, da ist die Nummer 1 auch hier. Und dann taucht natürlich das ABC-Buch der Freiheit und das taucht ja alles das hier oben. Das ABC-Buch der Freiheit und so. Es taucht alles auf und dann sehen Sie, das geht hier noch ein bisschen weiter. Und dann geht es bis hier. Ist nicht immer genau nachvollziehbar, warum das eingezogen wurde, aber es ist auf jeden Fall eingezogen worden. Das heißt, wir haben also hier 73 Nummern, die in dieser Zeit von der Zensur eingezogen und dann auch entsprechend vernichtet worden sind, wie das damals üblich war. Die Zentraluntersuchungskommission aus Mainz wechselte dann nach dem Wachensturm, es gab ja auch eine Frankfurter Besatzung unter dem, Militärbesatzung mit 2000 Soldaten, aus Angst, es könnte in der Revolution passieren, die wechselte dann 1833 als Bundeszentralbehörde nach Frankfurt und die hat dann, die verfasste dann Berichte, ich zeige Ihnen mal ein, das ist dieses hier, das ist dann so quasi der Bericht, der 1838 herausgegeben wurde von dieser Bundeszentralbehörde und da finden Sie dann im Detail, also genau Beschreibungen, wie der Wachensturm ablief, aber auch mit Namensnennung, wer revolutionär ist. Es tauchen auch Büchner und Weidig auf, die kommen ja auch gleich noch. Und man merkt ein Spitzelsystem, durchaus vergleichbar der Stasi. Also das heißt, in die Familien wurde eingedrungen, in die Geheimgesellschaften, in die kleinen Kreise, in den Gasthäusern. Und es wurde immer berichtet und es ist dann auch genau notiert, was da erzählt wurde, über was da gesprochen wurde. Also eine unglaubliche Spitzeltätigkeit, die sich da entfaltete und halt auch besonders stark in Frankfurt, weil man natürlich Angst hatte, dass die Revolution nach Frankfurt getragen wird, wo die Bundesversammlung saß. Ja, ich habe schon erwähnt, ich will da nicht weiter drauf eingehen, aber die beiden müssen wir natürlich auch erwähnen. Großherzogtum Darmstadt, Georg Büchner und Friedrich Ludwig Weidig mit ihrem hessischen Landboten. Hier sieht man also die erste Seite des hessischen Landboten. Das ist übrigens der Steckbrief von Büchner. Diese Steckbriefe, wir hatten ja noch kein Foto, diese Steckbriefe sehen immer so aus, als ob man darauf keinen erwischen würde, aber die waren unglaublich gefährlich. Also danach wurden die Menschen identifiziert, weil die gehen sehr ins Detail. Heute wird das mit dem Datenschutz überhaupt nicht funktionieren, glaube ich. Wenn Sie sich das hier alles angucken. Also es geht sehr ins Detail und der hessische Landbote war gedruckt, im Prinzip bei Brede, wenn man sagen will, in Offenbach, also bei Preller, dem Drucker Preller. Und unter größter Geheimhaltung, der hatte nämlich die Druckerei von Karl Ludwig Brede übernommen und dort war früher schon der Volksbote erschienen, das Testament haben wir ja schon gesehen. Preller konnte zwar der Druck des Landboten nicht nachgewiesen werden, aber bei den Untersuchungen ging sein kleines Unternehmen in Offenbach in Konkurs und er zog es dann auch vor, in die Schweiz zu fliehen, um einer drohenden Verhaftung zu entgehen. Weidig starb, wie wir wissen, im Darmstädter Gefängnis und Büchner floh wie Preller in die Schweiz. Aber Büchner hatte vorher noch Karl Gutzko, das Manuskript von Dantons Tod, überbringen lassen. Und Dantons Tod erschien ja dann auch zuerst im Phoenix, dem Literaturblatt der Frühlingszeitung für Deutschland, wie Gutzko
redigierte. Gutzko lebt ja auch eine Weile in Frankfurt, ist berühmt gerüchtigt in der Zeit worden, dadurch, dass mit seinem Buch Weil die Zweiflerin nicht nur das Buch verboten wurde, sondern das ganze junge Deutschland, also sämtliche Literatur davon. Also eine der herausragenden Figuren, der allerdings Dantons Tod stark redigiert hat. Also auch dann für die Buchfassung. Bei Sauerländer wurde das also stark redigiert, weil er, wie er schreibt, es tobte Sans-Culottenluft in der Dichtung. Die Erklärung der Menschenrechte wandelte darin, mit Rosen begrenzt, aber nackt. Die Idee, die das Ganze zusammenhielt, war die rote Mütze. Die Spitzen der Wortspiele mussten abgestumpft werden oder durch aushältende dumme Redensarten, die hinzugesetzt waren, krummgebogen. Der echte Danton von Büchner ist nicht erschienen. Was davon herauskam, ist ein notdürftiger Rest, die Ruine einer Verwüstung, die mich Überwindung gekostet hat. Also hier hat er im Prinzip eine eigene Vorzensur vorgenommen, um überhaupt dieses Buch erscheinen lassen zu können. Ja, ich komme zum Schluss, schon ein bisschen drüber, komme zum Schluss natürlich zur Frankfurter Nationalversammlung, aber ich möchte im Vorfeld eigentlich noch was anderes, was vielleicht nicht so ganz bekannt ist. Also diese Verfolgungen der Publizisten und der Demokraten, die ja, sagen wir, bis 1837 massiv läuft, bedeutet aber auch, dass die alle im Gefängnis saßen oder auf der Flucht waren oder in der Schweiz oder wo auch immer, sodass die Schriften abebben. In Hanau konnten sie nicht mehr publizieren, in Frankfurt konnte man nicht mehr publizieren. Man musste immer damit rechnen, wenn man eine Zeitschrift oder etwas herausbrachte mit politischem, freiheitlichem Inhalt, dass man festgesetzt wurde. Das hat es natürlich auch verhindert, dass es dann in diesem Maßstabe noch geschah. Aber es gibt trotzdem interessante Sachen. Und das eine ist die Literarische Anstalt, heute Rütten und Löning. Die Literarische Anstalt wurde ja von dem Kaufmann Löwenthal, Zacharias Löwenthal in Mannheim gegründet. Der hat Gutzkos Weil die Zweiflerin herausgebracht und ist dann als Permissionist, also als Fremder, nach Frankfurt gekommen und hat hier 1844 die Literarische Anstalt gegründet. Und die Literarische Anstalt war von Anfang an ein politischer Verlag, also der einzige in der Zeit eigentlich noch, der wirklich noch politische Literatur im großen Maß herausgebracht hat und auch für die demokratische und republikanische revolutionäre Bewegung eine große Rolle spielt. Und interessanterweise ist es bei Rütten und Löning in Frankfurt, wo dieses Buch erscheint, die Literarische Anstalt, das ist das erste Buch, was Marx und Engels gemeinsam geschrieben haben. Vom Kapital und fast wäre das Kapital auch in Frankfurt erschienen. Ja, aber der Verlag hatte sich unterdessen in wirklich ruinöse Zensurkämpfe verwickelt, 1846, und konnte sich das nicht mehr leisten, jetzt auch noch das Kapital herauszubringen und eventuell damit weitere Zensurmaßnahmen auszulösen. Der hatte, das ist eine ganz interessante Variante, der hatte politische Wanderbücher herausgebracht. Also so touristisch, würde man sagen, so touristische Wanderbücher mit stark politischem Inhalt. Es wurde immer dann entsprechend die Orte aufgesucht oder Personen erwähnt. Und diese Art von zeitkritischen Reiseführern war zwar beliebt, aber auch bei den Zensoren halt. Und als Folge wurde Löwenthal zweimal vom Frankfurter Rat der Stadt verwiesen. Also 1847 und 1852, also vor der Revolution, nach der Revolution. Und erst 1859 durfte er wieder das Frankfurter Bürgerrecht erhalten, 1859. Seitdem nennt sich der Verlag halt auch Literarische Anstalt Rütten und Löning, gehört heute zu Aufbau, ist ja noch da. Ja, das Thema ist ja auch bis zur Nationalversammlung. Wie sah es da aus? Ich glaube, das können Sie, die Nationalversammlung, die können Sie hier besser sehen, als ich sie erklären kann. Aber interessant ist, dass im März 1848 der Funken von Paris überspringt und schon Anfang März eigentlich eine von 2000 Bürgern verabschiedete Petition an den Senat der Freien Stadt Frankfurt geht, mit dem Wunsch nach Pressefreiheit. Und die versuchen das so ein bisschen hinzuhalten, aber letztlich war ab diesem Zeitpunkt die Pressefreiheit in Frankfurt, wenigstens für die Zeit der 1848-49er Revolution, sodass man jetzt keine Zensur mehr hatte. Also jetzt gab es nicht das Wegschließen von bestimmten Publikationen
Und die Nationalversammlung beschließt ja dann auch am 20. Dezember 1848 die Grundrechte des deutschen Volkes. Und diese Grundrechte sind ja auch für die Entwicklung eines späteren demokratischen Deutschland von erheblicher Bedeutung gewesen. Und dazu sind auch die Pressefreiheit ein wichtiger Punkt darin. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch einen etwas seltsamen Widerstandsakt zeigen. Das ist nämlich, sagen wir mal, ein Zeichen für diesen nicht erlahmenden Widerstandswillen der Hanauer. Und hier dieses nämlich, wie Sie sehen, die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika findet sich interessanterweise im amtlichen Kalender für die kurfürstlich-hessische Provinz auf das Jahr 1850, also in der Hanauer kurfürstlichen, in dem amtlichen Kalender. Und die 36-seitige Schrift erschien mit dem endgültigen Scheitern der Deutschen Revolution wieder im Verlag des Vereinigten Waisenhauses und enthielt neben verschiedenen Kalendarien auch die Genealogie des kurhessischen Hauses, also ganz staatstragend, und ein paar wenige Texte. Und völlig unvermittelt und ohne Begründung ist dann in der Rubrik zur Belehrung und Unterhaltung auf den Seiten 19 bis 22 die Verfassung der Vereinigten Staaten von Nordamerika abgedruckt, die mit dem Satz endet, wie wir wissen, in den Vereinigten Staaten von Amerika lebten viele politische Flüchtlinge und es wurden ja alle aufgerufen, sich dann diesem Land anzuschließen. Und wir wissen auch von einem Bruder von Georg Büchner, der sich in London mit Konspirierten traf, die sich die Hessen, das Großherzogtum Hessen, den amerikanischen Staaten anschließen wollten. Aber auch in diesem kleinen Kreis in London, auf der Weltausstellung, gab es schon Spitzel, die das bemerkt haben. Und der Alexander Büchner verlor dann auch seinen, Ludwig Büchner verloren ihre Jobs im Staatsdienst danach. Also das war eigentlich die freiheitliche Idee, die nach 48, 49 geblieben ist. Und die findet sich dann in einem Kalender für 1850, der eigentlich staatstragend gedacht ist. Von nichts, hinten nichts, von hinter die Genealogie. Also das ist so ein kleiner Gag eigentlich doch gewesen, um nochmal zu zeigen, wir sind noch da. Denn Sie wissen, dass dann im Kurfürstentum Hessen die Strafbayern einmarschiert sind, nachdem sich die Offiziere ja geweigert haben, als der Kurfürst die Verfassung abschaffen wollte. Und da sind die Bundestruppen einmarschiert und vor allem die Bayern, bayerische Truppen, das waren dann die Strafbayern. Und daraufhin ist die Verfassung ja auch wieder zurückgenommen worden. Aber es zeigt, dass da selbst im Offizierskorps, die sich einfach alle in Rücktritt erklärt haben, als die Verfassung aufgehoben werden soll, dass da noch ein bestimmter Geist war, der dann sich vielleicht dann auch später ausgeprägt hat bei der demokratischen Entwicklung. Und das ist so ein kleines Zeichen dafür, bei diesem unglaublich raschen Durchgang durch die Zensurgeschichte von Frankfurt, Hanau und Offenbach. Aber ich hoffe, es hat einiges für Sie ergeben dabei, was Sie noch nicht wussten, noch nicht kannten. Vor allem, also Sie sehen vielleicht jetzt auch Hanau in etwas freundlicherem Licht, könnte ja auch sein. Das ist für die Frankfurter Publizistik-Geschichte doch was. Herzlichen Dank.